Ich habe einen schlichten Schnupfen und das Irre ist, er kommt und geht. Ja, ich auch. Sie auch. Ja, ich auch. Also. Dann hab ich ein, zwei Tage Ruhe und zack ist es wieder da. Ich muss nur mal Schmiefpapier holen, weil meine Nase läuft. Sonntag, 12. Februar 2023. Willkommen bei In Dubio, dem Podcast der Achse des Guten. Mein Name ist Gerd Bührmann und heute möchte ich über Werte sprechen. Und dafür habe ich zwei Gäste eingeladen, nämlich den Bundesvorsitzenden der Werteunion, Hans-Georg Maaßen, und den Gründer der Achse des Guten, Henrik Broder. Schönen guten Tag. Grüß Gott. Guten Tag. Wollen wir über Werte sprechen? Und wenn man über Werte spricht, gibt es immer zwei Arten, wie man über seine Werte sprechen kann. Indem man sich von anderen abgrenzt, ein Dagegen formuliert oder indem man ein Dafür formuliert und sagt, wofür man steht. Und da ich das Gefühl habe, dass wir gerade in einer Gesellschaft leben, in der es unglaublich viel Dagegen gibt, möchte ich es einmal zugewandt versuchen mit einem Dafür. Herr Maaßen, Sie sind frisch gewählter Bundesvorsitzender der Werteunion und deswegen die Frage an Sie. Was sind Ihre Werte? Woran glauben Sie? Und vor allem, welche Werte möchten Sie wieder mehr gelebt sehen und verteidigt wissen? Eigentlich sind die Werte sehr, relativ simpel und die haben eigentlich mein ganzes Leben auch durchzogen und deswegen bin ich damals auch Verfassungsschutzpräsident geworden. Das sind eigentlich grundlegende Werte. Der Schutz der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, das meint nicht weniger als Schutz, dass der Mensch so leben darf, wie er gerne leben möchte. Schutz von Meinungsfreiheit, Schutz von Familie, Schutz ja der Privatautonomie, dass ich entscheide, ob ich heute mich ins Auto setze und zur Arbeit fahre oder ein Fahrrad verwende. Schutz des Rechtes, meine Kinder so zu erziehen, wie ich es für richtig halte. Schutz der Ehe und auch des privaten Zusammenlebens, dass der Staat da nicht reinschaut und dass der Staat den Ehepaaren nicht Vorschriften macht, wie sie zu leben haben. Ich finde, das ist ein nicht unbedingt konservatives Weltbild, weil es nie ganz so war, wie ich es mir vorstelle, sondern das ist ein aus meiner Sicht hochmodernes Weltbild, weil ich glaube, es sehr attraktiv ist. Und Sie haben in Ihrer Einführung vollkommen recht, Werte sollten nicht negativ sein, indem sie abgrenzen sollen, sondern Werte sollten was Positives sein. Und ich will auch als Vorsitzender der Werteunion den Menschen vermitteln, es gibt auch eine positive Vision des Lebens. Nicht nur die Linken machen Visionen, auch, ich sage mal, die Liberalen und Bürgerlichen können Visionen haben. Und meine Vision ist ein selbstbestimmtes Leben, wo die Gesellschaft den Menschen das Rüstzeug gibt, auch selbstbestimmt zu leben, durch Bildung und Erziehung. Und das ist ein wunderbares Leben, wenn jeder selber machen kann, was er will, aber den anderen nicht unbedingt dabei auf die Füße tritt. Henrik, die Achse des Guten ist rund 20 Jahre alt und ist angetreten mit einigen Erklärungen für gewisse Werte wie Freiheit, für Kapitalismus, für die Vereinigten Staaten von Amerika. Jetzt, 20 Jahre nach der Gründung der Achse des Guten, wenn du in die Zukunft schaust, ist der Blick in die Zukunft eher positiv oder negativ? Ich würde alles wagen, nur keinen Blick in die Zukunft, weil nach meiner Erfahrung hat bis jetzt jeder Blick in die Zukunft versagt. Also ich kann wirklich keinen Blick in die Zukunft werfen. In meinem Alter war das auch noch rein technisch riskant. Aber es gibt, wie Herr Maaßen sagte, ein paar ganz einfache Kriterien. Schutz der persönlichen Sphäre, Nicht-Einmischung des Staates oder sagen wir Minimaleinmischung des Staates. Ein Staat ist vor allem dazu da, für die Sicherheit seiner Bürger zu sorgen. Wenn er das nicht kann, ist er ein Failed State. Dafür zahlen die Bürger Geld, völlig zu Recht, und verlassen sich darauf, dass das Geld gut angelegt ist. Also ich glaube, um vielleicht was vorauszugreifen, wenn ich höre, dass Frau Svenja Schulze, unsere charismatische Ministerin für wirtschaftliche Zusammenarbeit, dass die gerade nach Brasilien geflogen ist, vor ein, zwei Wochen, glaube ich, und zwar nicht zusammen mit unserem Kanzler, sondern die haben zwei Maschinen genommen, was umweltschutztechnisch auch schon auffällig ist.
wenn ich dann höre, dass die 200 Millionen Euro als Geschenk mitgebracht hat, wobei alles, was sie sich dann von Herrn Lula erhofft, nicht eingetreten ist. Weder hat er versprochen, seltene Erden zu liefern, noch eine Position im Ukraine-Konflikt anzunehmen. Er hat ja nur eine große Vision entwickelt, er möchte China mit an den Tisch bringen. Das fand ich schon deswegen bemerkenswert, weil ich dann gleich auf meinen kleinen Globus hier geguckt habe und festgestellt habe, dass China keine gemeinsame Grenze mit der Ukraine hat. Insofern finde ich das Versprechen, China an den Tisch zu holen, ja, im verkehrten Sinne visionär. Ja, das ist eigentlich schon alles. Sicherheit, natürlich auch Wohlstand und weitgehend Nicht-Einmischung. Und wir erleben genau das Gegenteil. Wir haben ein Bundesprogramm, ich glaube, das ist im Familienministerium angesiedelt, das heißt Demokratie leben. Und ich glaube, das ist auch ein Unikum. Normalerweise bringt das Volk der Regierung die Demokratie bei und bei uns ist es umgekehrt. Hier bringt die Regierung dem Volk Demokratie bei. Und das ist von sich aus schon übergriffig. Das geht eigentlich gar nicht. Zumindest nicht in einer demokratischen Gesellschaft. Und deswegen bin ich extrem vorsichtig bei der Formulierung von Werten und Visionen. Ich kann es vielleicht auf einen Nenner bringen. Mir ist alles recht, jeder Wert und jede Vision, bei der ich nicht genötigt werde, etwas zu tun, was ich nicht tun möchte. Und dann geht eigentlich alles. Herr Maaßen, was Herr Broder hier anspricht, ist ein sehr interessantes Phänomen und ich möchte es mal bezeichnen als die Revolution des Establishments, die Revolution von oben. Wenn der Staat glaubt, revolutionsmäßig entscheiden zu können, wie die neue Welt aussehen soll. Und all die Werte, die Sie gerade genannt haben, das sind ja Werte unseres Grundgesetzes, wo das Volk einfach den Mächtigen sagt, das sind unsere Rechte und die dürft ihr uns auf gar keinen Fall nehmen. Es war also eigentlich immer eine Bewegung von unten nach oben, wie zum Beispiel die Französische Revolution, die aber später zu einer Schreckensherrschaft werden sollte, als die Revolution vom Establishment ausgeht. Leben wir in Deutschland gerade in einer Schreckensherrschaft, in der die Revolution von oben vom Establishment ausgeht? Also ich glaube, wir leben, ich sage schon seit ein paar hundert Jahren in der Zeit des Konstruktivismus, wo einige wenige Menschen, die meinten, sie haben vielleicht den Segen des Allmächtigen bekommen, entscheiden können, wie die Welt funktioniert. In den verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen haben wir die Konstruktivisten erlebt. Die einen betätigen sich auf dem Feld der Soziologie und meinen, wie sollten die Menschen am besten zusammenleben? Und diese Leute, die dann einen Professorentitel haben, vielleicht noch einen Ehrendoktor haben, die sagen, also das, was in den letzten paar Jahrtausenden stattgefunden hat an Zusammenleben, das war alles Schrott gewesen. Wir machen das hier komplett neu. Die anderen Konstruktivisten, die machen das mit Blick auf die Wirtschaftsordnung, Marktwirtschaft. Die letzten 10.000 Jahre vergessen wir. Wir machen ja eine Planwirtschaft. Wir wissen es besser. Schließlich haben wir einen Doktortitel oder wir sind hier beseelt. So, und das Gleiche habe ich in der Juristerei erlebt mit dem Rechtspositivismus, wo all das, was sich über Jahrhunderte am gemeinen Recht entwickelt hatte, wurde in die, ich sage mal, kodifiziert und in die Tonne geworfen. Und letztendlich hat man dann festgesetzt, was ist Recht und der die Macht hat, hat dann das Recht und kann die Gesetze machen. Und was wir jetzt erleben, ist eine Fortsetzung. Das sieht man in Davos sehr schön, das sieht man beim Weltwirtschaftsforum, wo dann einige kluge Leute, viele weniger kluge, aber die dann plötzlich dazugeholt sind und damit den Ritterschlag bekommen haben, dann glauben, sie wissen, wie die Welt in Zukunft funktionieren soll. Dann setzen sich an Tische und in Arbeitsgruppen und dann beraten sie, wie soll die Welt 2050 aussehen. Dass all diese Leute, die vielleicht alle ein IQ von 100 haben und einiges an Wissen haben, längst nicht so klug sein können, wie die Millionen, die schon gestorben sind und diese Gesellschaft hier aufgebaut haben, das übersehen sie. Und aus meiner Sicht leben wir hier in einer fatalen Situation, wo sich einige wenige anmaßen, die Welt zu konstruieren, ob das in der Klimapolitik ist, ob das in der Wirtschaftspolitik ist, ob das, was deren Demokratieverständnis angeht. Und da muss das Volk sich diese Macht wieder zurückholen. Und da muss man auch sagen, da muss man ganz bescheiden sein. Man kann nicht alles konstruieren. Man muss der Gesellschaft und einem Staat auch einfach mal seinen Weg gehen lassen mit Try and Error. Und dann schauen wir mal, wo wir 2050 angelangt sind.
Henrik, es gibt ja heutzutage die unglaublichsten Formen, wie man sich des Rassismus schuldig machen kann, unter anderem durch die sogenannte kulturelle Aneignung. Also kulturelle Aneignung ist, wenn man irgendwelche Erfindungen, Ideen, Überzeugungen aus anderen Kulturen nimmt und mit dem eigenen Weltbild verknüpft. Das ist kulturelle Aneignung. Jetzt mal eine Frage an dich, weil wir den Bundesvorsitzenden der Werteunion hier haben. Und die Werteunion versteht sich ja auch ganz klar als Union christlicher Werte. Ist nach neuester wokischer Grundüberzeugung das Christentum nicht etwas wie die Aneignung des Judentums und somit etwas, das eigentlich verboten gehört? Ja, das ist jetzt mit Sicherheit, aber ich werde gleich darauf eingehen und noch ein Wort zu Herrn Maaßen. Es ist in der Tat, der Arzt Montgomery würde sagen, die Tyrannei der Eingebildeten, die wir gerade erleben, Ja. nicht die Tyrannei der Ungeimpften, die Tyrannei der Eingebildeten. Und ich bin jedes Mal fasziniert, wenn ich zum Beispiel sehe, dass Prognosen und Vorhersagen getroffen werden. Ein banales Beispiel. 2030 sollen die Verbrennerautos aus dem Verkehr gehen und nur noch Elektroautos fahren. Mehrere dieser Vorhersagen sind gescheitert, sie werden trotzdem weitergemacht. Ein zweites kleines Beispiel: Ich lebe ja eigentlich von anekdotischen Eindrücken. Herr Maaßen ist eher ein Analytiker und ich bin so ein Anhänger des Italo-Westerns und der jiddischen Anekdoten. Daraus beziehe ich meine Weisheit. Ja, wir haben eine wunderbare Wohnungsbauministerin, eine charismatische Person im Amt, Frau Geiwitz heißt sie, glaube ich. Und die hat für das vergangene Jahr den Bau von 400.000 Wohnungen angekündigt. Das Jahr kam dann zu Ende, wie das jedes Jahr passiert. Und dann gab es eine Erklärung ab, ziemlich wörtlich des Inhalts: Wir werden das Ziel nicht erreichen, aber wir halten daran fest. Das hat mir sehr gut gefallen, weil es auch meiner Lebenssituation entspricht. Ich möchte so wahnsinnig gerne in der Formel 1 mitfahren, mit meinem alten Daihatsu. Und ich weiß genau, ich werde das Ziel nie erreichen, aber ich halte einfach daran fest. Hier hat sich ein unglaublicher Illusionismus als politisches Prinzip eingenistet. Es werden Vorhersagen gemacht, Herr Maaßen hat es gerade erwähnt, vor allem was das Klima angeht. Wir erleben jeden Tag die Unzulässigkeit der Wettervorhersagen, aber bei den Klimavorhersagen, da sind wir auf der sicheren Seite. So. Nun zur kulturellen Aneignung. Natürlich ist das Christentum eine Aneignung, die aus dem Judentum. Aber ich finde das völlig okay. Ich meine, ich bin kein Theologe, aber jede Philosophie hat sich bei einer anderen Philosophie bedient. Anders gäbe es gar keinen Fortschritt. Und Bert Brecht hat schon gesagt, dass es in Fragen geistigen Eigentums Freiheiten gibt. Wird auch geklaut und kopiert und alles Mögliche. Ich sehe da ein anderes Problem. Ich sehe einfach, ist nicht das Ende des Christentums heraufdämmern, aber ich sehe einen unglaublichen Opportunismus, eine Nachgiebigkeit. Also, wenn meine Lieblingspolitikerin Claudia Roth sagt, von der Kuppel des Berliner Humboldt-Forums sollte das Kreuz verschwinden, weil dieses Kreuz Leute ausschließt. Ja, dann kann ich nur sagen, okay, das machen wir. Wir entfernen das Kreuz. Und zwar einen Tag danach, nachdem in Saudi-Arabien alle Symbole des Islam entfernt worden sind. Ich würde das nie verlangen, aber dass die christliche Gesellschaft oder was davon übrig geblieben ist, dermaßen in Vorleistung treten will und Angst hat, jemanden auszuschließen. Natürlich, ich werde permanent ausgeschlossen, aber ich gehe trotzdem hin. Ich gehe ab und zu in einen katholischen Gottesdienst, in einen armenischen, das sind meine Lieblingsgottesdienste, weil die halt am unterhaltsamsten sind. Es ist eine Form von eigener Aneignung, aber ich sehe darin keine Sünde. Natürlich, wenn, sagen wir, irgendwo in einem Hospital in Afrika nach neuesten Operationsmethoden, die hier aus Europa kommt, operiert wird und nicht von Medizinmännern, die per Hand auflegen, heilen, dann ist das auch eine Aneignung. Man kann darüber eigentlich nur froh sein. Jetzt bei dieser furchtbaren Katastrophe in der Türkei und in Syrien. Es gibt Geräte, die da zur Rettung der Verschütteten eingesetzt werden. Das kann man auch als kulturelle Aneignung bezeichnen, dass sie in der Türkei eingesetzt werden. Das ist mit das Dümmste, was in den letzten 10, 20 Jahren erfunden wurde.
im Kontext der politischen Korrektheit die kulturelle Aneignung. Wenn ich zum Beispiel Bluesmusik höre, das ist doch schon kulturelle Aneignung, nicht wahr? Komischerweise kommen die meisten Bluesmusiker aus Alabama und nicht aus Schleswig-Holstein, nicht? Obwohl beide am Meer liegen. Also es gibt überhaupt gar keinen Fortschritt und gar kein Zusammenleben ohne kulturelle Aneignung. Und ich verstehe nicht, wie diese Debatte überhaupt entstehen konnte. Meine arge Vermutung ist, diese Gesellschaft leidet an einem akuten Problemmangel. Gesellschaften, die nicht so gesättigt sind und nicht so wohlstandsverwahrlost, haben solche Sorgen nicht. Und ja, ich denke, das lebt sich aus. Das wird auch irgendwann wieder vorbei sein. Die Frage ist nur, welche Verheerungen es anrichten wird, bevor es vorbei ist, wie ein Sturm. Immer wenn ich kulturelle Aneignung höre, höre ich dahinter auch irgendwie das Wort Rassenschande. Denn hinter der Ablehnung von kultureller Aneignung verbirgt sich ja die Überzeugung, dass es irgendwelche reinrassigen Kulturen gäbe, die unberührt von jeglicher Form der in Anführungsstrichen artfremden Vermischung beschützt werden müssen. Und das ist eine ganz besondere Form des Rassismus. Und Herr Ja. Maaßen, Sie haben das angesprochen. Sie sprechen von dem sogenannten rot-grünen Rassismus und sprechen sogar davon, dass die Roten und Grünen mittlerweile sogar eine eigene Rassenlehre entwickelt hätten. Was genau meinen Sie mit deren Rassismus? Der Aufhänger war gewesen, dass ich mich mal vor einiger Zeit mit der Critical Race Theory in den USA beschäftigt habe, die aus meiner Sicht keine Theorie ist. Das ist ein, sagen wir mal, ein Gebräu von Vorstellungen, von Spinnereien, die aber mittlerweile schon eine eigene Dogmatik haben, die man nicht mehr mit Theorie als Theory übersetzen darf, sondern das ist schon eine eigene Lehre. Und aufgefallen, oder daran habe ich wieder gedacht, an diese Critical Race Theory, als ich einen Chat sah bei Twitter von einem Axel Steier. Der ist der Gründer und Chef von Lifeline, einer sogenannten Seenotretterorganisation, einer Organisation, die die Menschen von der libyschen Küste nach Europa bringt und sagt, das wäre Seenotrettung, aber in Wirklichkeit geht es letztendlich zur Ansiedlung dieser Menschen bei uns. Und der sagte ganz offen, dass das nicht dazu dient, diese Menschen aus Seenot zu holen, sondern sagte, das hat einen ganz anderen Zweck. Und dieser Zweck ist, in Europa wird es in Zukunft keine Weißbrote mehr geben. Unter Weißbroten versteht der Menschen mit heller Hautfarbe, sondern diese Weißbrote werden 50 bis 100 Jahren verschwinden. Die werden dann alle dann andere Partner aus dem Ausland heiraten. Und diese Leute, die hier nach Europa bringen, dienen der Enthomogenisierung Deutschlands und Europas, der Ansiedlung eben von Menschen aus anderen Kulturen. Und das ist gut so und das machen wir, weil wir die Macht dazu haben. Und da ist mir ganz klar geworden, auch weil ich jetzt Migrationsrecht lange ja mache und da Experte bin, die politische Linke bemüht sich nicht mehr, unsere Migration zu bemänteln mit, es geht um Flüchtlingsschutz oder es geht um Seenotrettung oder wir müssen hier was für unsere Hochqualifizierten tun. Nein, es geht hier offensichtlich um diese Critical Race Theory. Wir müssen dafür sorgen, dass es in Europa eine andere Bevölkerungszusammensetzung gibt. Wir müssen dafür sorgen, dass diese Weißen, die so viel Schuld auf sich geladen haben in Afrika, dass Afrika so arm ist, liegt an den Weißen. Wir müssen dafür sorgen, dass diese Weißen verschwinden oder dass diese Weißen diffundieren und dafür müssen wir andere Menschen zu uns holen. Und da muss ich sagen, das ist aus meiner Sicht nichts anderes als Rassismus. Wenn man sich wenn man die Genfer Flüchtlingskonvention sich anschaut, die Magna Carta des Flüchtlingsschutzes, über die ich auch mit promoviert habe, ja, die aufgrund der ganzen Katastrophen des Zweiten Weltkrieges gemacht worden ist, dann ist dies klassischer Rassismus, den die Ich muss sagen, die Linken sind vielleicht so verblendet, dass sie selber noch nicht mal merken, dass sie Rassisten sind. Aber das ist Rassismus mit umgekehrten Vorzeichen. Diejenigen, die früher, ich sage mal, die Arier waren, oder die Herrenmenschen waren, sind jetzt die Untermenschen und die anderen sind aus ideologischen Gründen jetzt die besseren Menschen. Und da muss ich sagen, dem muss man entgegenwirken. Das muss man offen aussprechen. Man muss offen sagen, das, was diese Leute hier betreiben, ist eine rassistische Vorstellung, rassistische Gesinnung. Das muss bekämpft werden. Henrik, wie konnte das passieren, dass das mit Hautfarbe in Verbindung gebracht wurde? Denn du hast gerade gesagt, dass
es Bestrebungen gibt, das Christentum hier und da ein wenig einzuschränken. Ich habe mir mal die Zahlen angeschaut, wie denn so das Christentum auf der Welt verteilt ist. Und von den ungefähr 2 Milliarden Christen, die wir haben, leben 380 Millionen in Afrika, 316 Millionen in Asien, 476 Millionen in Lateinamerika. Um genau zu sein, die Christen, die in Europa oder in Nordamerika leben, sind in der Minderheit, nämlich unter 50%. Das heißt, das Christentum ist eine unglaublich divers aufgestellte Religion. Was kann man gegen den Universalismus des Christentums haben? Warum wurde das mit Hautfarbe in Verbindung gebracht? Ich weiß es auch nicht. Ich muss bei dieser Frage passen. Mir fällt gerade ein, dass ich glaube, zweimal im Vatikan war und mir da die Messe angesehen habe. Und ich war sehr beeindruckt, obwohl ich nicht dem Glauben anhänge. Ich war einfach beeindruckt, dass in einer Messe im Vatikan die ganze Welt vertreten ist. Da sind Menschen aller Hautfarben, Menschen, entschuldigen Sie bitte, sozusagen aller Rassen. Da sind Äthiopier, die dann aussehen wie Weiße mit dunkler Hautfarbe. Da sind natürlich Chinesen, Asiaten. Im Petersdom trifft sich die ganze Welt und es ist eigentlich der Inbegriff der Multikulturalität. Mich hat das sehr beeindruckt, aber das hat sich inzwischen nicht herumgesprochen. Nur noch ein Wort zu Europa. Um die Jahrhundertwende, um 1900, hatte Europa einen Anteil an der Weltbevölkerung 20 bis 25%. Heute sind es nur noch 5%. Also die Bedeutung von Europa schwindet sowieso. Und wenn ich mir die Politik der christlichen Kirchen angucke, kann ich nur sagen, schäbig. Ich warte eigentlich auf einen flammenden Appell des Papstes gegen die Pogrome, die Christenpogrome, Pogrome gegen Christen in einigen afrikanischen Ländern. Nein, da verhält sich der Vatikan extrem zurückhaltend. Ich glaube, so ähnlich zurückhaltend, wie er sich gegenüber der Judenverfolgung verhalten hat. Wie das Ganze mit der Hautfarbe passieren konnte, verstehe ich auch nicht. Ich würde mit dem Begriff Rassismus etwas vorsichtiger umgehen als Herr Maaßen. Diese Leute, die er zitiert hat, sind einfach bekloppt. Und in der Tat ist es so, dass Rassisten irgendwie noch so eine Theorie hatten. Also Mr. Chamberlain, ein großer Rassenforscher aus England, der hat Sachen geschrieben, mit denen man sich noch auseinandersetzen musste. Was Herr Schreier oder wie der Mensch heißt, ich habe ihn absichtlich noch nirgendwo zitiert, der hat keine Theorie, der hat einfach ein Problem. Und ich glaube, hier findet so etwas wie ein Reversed Ideology statt. Sie übernehmen in der Tat, da hat Herr Maaßen recht, Rassenbegriffe, die im Dritten Reich gegolten haben, drehen sie aber um. Und das ist dann sozusagen der Rassismus der guten Menschen. Aber ganz so ist es dann doch nicht, weil für diese Rassentheorie ist das Ganze nicht umfassend genug. Und die machen auch ganz viele Ausnahmen. Also zum Beispiel, sie haben Louis Farrakhan, einem führenden Antisemiten und Rassisten in Amerika, mit dem haben sich die Leute der neuen Rassentheorie noch nicht beschäftigt. Nicht? Das ist ein Guter, der ist gegen den Imperialismus, ist auch ein Antisemit. Also das ist alles sehr willkürlich und sehr punktuell. Was mir dabei nur auffällt, ist, welche Leidenschaft dahinter steckt. Nicht? Wenn jemand zu Abend sagt, das sind die Weißbrote und die müssen weg. Erstmal finde ich das komisch, wirklich. Also wenn ich die Wahl hätte, ich wäre lieber Pumpernickel als Weißbrot. Aber ich hätte auch gegen Weißbrot nichts. Ich meine, wenn ich richtigen Hunger habe, esse ich sogar dieses pappige Weißbrot, aus dem die Engländer ihre Sandwiches machen. Überhaupt in die Kategorie Brot gesteckt zu werden, finde ich noch nicht beleidigend, weil das ist ein Grundnahrungsmittel. Nicht? Ich finde auch die Spaghetti nicht beleidigend, das ist ein sehr wichtiges Grundnahrungsmittel. In Amerika habe ich irgendwann vor kurzem den Begriff gehört, Reisfresser. Das war nicht nett, das waren die Asiaten gemeint. Aber wenn das alles ist, was den Leuten an rassistischen Beleidigungen einfällt, dann ist es nicht allzu viel. Und natürlich ist die Haut auf den ersten Blick ein Distinktionsmerkmal, aber sie bringt uns nicht weiter. Und sie vor allem schließt überhaupt nichts aus. Es gibt Juden, die Antisemiten sind. Es gibt Schwarze, die Schwarze hassen. Es gibt Weiße, die Weiße hassen. Es geht querbeet durcheinander. Und warum das jetzt eine solche Konjunktur erlebt, das kann ich überhaupt nicht verstehen. Das kann man mit Variety und Vielfalt nicht mehr erklären. Ich glaube, es ist die Herrschaft der Phantasmen.
Ich weiß, ich habe dafür keine vernünftige Erklärung, aber so kommt es mir vor. Es werden irgendwelche kulturellen Tatbestände konstruiert, für die es kaum Belege gibt, aber sie schaffen erstmal Aufregung. Vielleicht das alles, worum es geht. Die ganze Friday for Future-Bewegung lebt davon, dass sie Aufregung schafft. Nicht faktisch auseinanderzunehmen, sie faktisch auseinanderzunehmen, ist nicht sehr schwierig. Aber es funktioniert trotzdem nicht, wenn die Tagesschau die Meinung von Luisa Neubauer in den Hauptnachrichten verkündet, dann kann man nur sagen, die haben es weit gebracht. Ich nehme es etwas ernster als Herr Broder. Natürlich sind da jede Menge Bekloppte drunter, ja? Die es auch nicht so, die das, was sie tun, nicht so richtig verstehen, nicht reflektieren. Teilweise sind das wahrscheinlich auch einfach frustrierte, Ja. gescheiterte Existenzen. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass es da Leute gibt, die ihr Selbstbewusstsein einfach daraus ziehen, dass sie sagen, ich bin hier an der Spitze der Bewegung, ich tue das für das Richtige. Das gab es ja bei den Kommunisten, gab es bei Nationalsozialisten auch, wenn man sich diese Biografien von einigen dieser Figuren anschaut. Nur, es gibt auch hier Masterminds, Leute, die das zu Papier bringen, die das denken, die darüber forschen. Also die Entwicklung, die wir in den amerikanischen Universitäten sehen, wo weiße Studenten benachteiligt werden wegen ihrer Hautfarbe, weil sie zunächst einmal dafür büßen müssen, was ihre Vorvorvorfahren alles gemacht haben, das beruht auf dieser Ideologie. Das ist bekloppt, aber das ist bekloppte Ideologie, genauso wie bekloppter Nazi-Rassismus-Ideologie war. Ich muss noch dran denken, weil meine Frau ist Japanerin. Die Japaner, die waren im Zweiten Weltkrieg ja Verbündete der Nazis. Da gab es sogar Rassenlehrer bei den Nazis, die sich Gedanken machten, warum die Japaner Arier sind, weil man, ja, und da hat einer festgestellt, Achill, ja, der aus Troja, war mit seinen Truppen ja über Asien bis nach Japan gekommen. Deswegen könnten sie also doch Arier sein. Also, das ist Lehre, aber es ist eine, ich sage, das ist bekloppt, aber man muss es ernst nehmen, ne? Ja, das ist richtig. Und einer der Philosophen, die ich am meisten schätze, nämlich Dieter Bohlen, hat in einem einzigen Satz das Richtige dazu gesagt. Das Problem ist, mach einem Bekloppten klar, dass er bekloppt ist. Ja. Und über diese Hürde kommt man nicht hinweg. Entscheidend ist aber, dass das eigentlich der Normalzustand ist. Ich staune immer wieder, welche Sätze in die Öffentlichkeit kommen und da auch hängen bleiben. Also, wenn unsere großartige Innenministerin sagt, es gäbe jetzt einen neuen Phänomenbereich. Phänomenbereich. Ich habe immer so, sagen wir, die Freikörperkultur für einen Phänomenbereich gehalten. Oder Leute, die mit Halbschuhen auf die Berge kraxeln. Das wäre auch für mich ein Phänomenbereich. Der Phänomenbereich, den Frau Faeser meinte, war die verfassungsschutzrelevante Delegitimierung des Staates. Das hat sie sich zusammen mit ihrem Nachfolger Herrn Haldewang ausgedacht. Ich sage es nochmal, verfassungsschutzrelevante Delegitimierung des Staates. Diesen Tatbestand gibt es nicht. Es steht in keinem Strafgesetzbuch. Es ist eine Phantasmagorie. Und natürlich, wenn man diesen Tatbestand erfindet und anwendet, landet man am Ende dabei, dass Kritik am Staat nicht zulässig ist. Ja. Es gab viel Gespött darüber, aber keinen richtigen Widerstand. Wir haben jetzt kein Bild, aber ich habe trotzdem es in die Kamera. Mein Lieblingsbuch von Henri David Thoreau, 1849, glaube ich, erschienen, 1848, 49, über die Pflicht zum Ungehorsam gegen den Staat. In Frankfurt ging die Paulskirchenversammlung daneben und ein amerikanischer Privatgelehrter saß in einer Holzhütte in der Nähe von Boston und schrieb das Buch über die Pflicht zum Ungehorsam gegen den Staat. Und hier erleben wir, dass der Ungehorsam gegen den Staat inzwischen kriminalisiert wird. Und das ist für mich die größere Sorge, wissen Sie, als diese Anfänge von weißem Rassismus. Das ist für mich der Anfang einer totalitären Revolution. Ich hoffe und ich glaube nicht, dass sie stattfinden wird, aber so manchmal macht es mir doch Sorgen. Für mich würde ich sagen, dass zumindest habe ich die gleiche Sorge. Also ich stimme Ihnen auch dazu. Bruder, dieser sogenannte Phänomenbereich macht mir Sorgen. Vor Ja. allem, weil er, und jetzt komme ich aus meiner alten Funktion, weil er eine völlige Abweichung von dem ist, was der Verfassungsschutz bisher immer machte. Der Verfassungsschutz beschäftigte sich mit Personen oder Bestrebungen, die das Ziel hatten, diese freiheitlich-demokratische Grundordnung zu überwinden.
beschäftigte sich nicht mit Mitteln und Methoden, sondern das Ziel. Ob es Rechtsextremisten, Linksextremisten oder Islamisten war. Ziel, Überwindung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Was jetzt hier gemacht wird, man schaut nicht auf das Ziel, sondern man schaut auf bestimmte Mittel. Ja, man schaut auf das Mittel der verfassungsschutzrelevanten Delegitimierung des Staates. Es geht nicht mehr darum, ob die Leute hier eine andere Demokratie wollen oder ob die eine Diktatur wollen, ob die einen Führer wollen oder einen Kommunismus, sondern es geht letztendlich darum, welche Methoden setzen diese Leute ein. Da muss ich sagen, das ist nicht Aufgabe des Verfassungsschutzes. Ja, und das darf der Staat einfach gar nicht. Frau Faeser muss das sofort zurückziehen. Das macht sie aber nicht. Frau Faeser hat überhaupt ein paar gute Pointen erfunden. Mich ärgerte immer, dass ich auf die Idee nicht gekommen bin. Sie hat zum Beispiel einen Versuch unternommen, die Unschuldsvermutung aufzuheben. Beamte, die in den Verdacht gerieten, sie könnten staatsfeindliche Tätigkeiten betreiben oder auch nur Gedanken verbreiten, sollten entlassen werden, ohne dass dieser Vorwurf überprüft wurde. Die Unschuldsvermutung wurde auf den Kopf gestellt. Der Beschuldigte sollte seine Unschuld beweisen und nicht der Staat die Schuld des Beschuldigten. Das ist ein Grundpfeiler demokratischer rechtsstaatlicher Verfassungen, die Unschuldsvermutung. Sie hat dann es zurückgezogen oder relativiert. Am witzigsten fand ich kann das gar nicht oft genug wiederholen, eine Aufforderung von Frau Faeser, zu Hause zu bleiben. Nämlich, sie hat ziemlich wörtlich gesagt, man kann schon demonstrieren, muss sich aber dabei nicht versammeln. Das heißt, ich könnte meine Demonstrationsfreiheit wahrnehmen, wenn ich mich ja auch gleich auf mein IKEA-Sofa setze und ein Plakat in die Luft halte oder vielleicht auf dem Balkon stehe und das Plakat in die Luft halte, welchen Inhalts auch immer, zum Beispiel Gerechtigkeit für alle oder schönes Wetter für Leute über 60. Also einfach die Idee zu sagen, demonstrieren ist schon okay, aber man muss sich dazu nicht versammeln, zeugt doch von einem gewissen Defizit an demokratischen Werten. Eine Institution, die glaubt, das Recht zu haben, mit staatlicher Gewalt darüber entscheiden zu dürfen, was die Wahrheit ist, tendiert dazu, Feindbilder zu kreieren. Früher waren es gerne mal Hexen, da wurde einfach gesagt, du bist eine Hexe und deswegen musst du jetzt verbrannt werden. Heute gibt es eben andere Begriffe des Bösen, wo sich eigentlich alle darauf einigen können, das ist auf jeden Fall das Böse und jetzt muss ich jemanden nur zum Bösen erklären und dann darf ich ihn auch entfernen. Der neue Begriff Hexe ist heute Nazi. Heute ist jeder Nazi, der eine andere Meinung hat. Und Ihnen, Herr Maaßen, ist das auch passiert. Ihnen wird vorgeworfen, dass Sie in die nationalsozialistische Schuhe greifen, dass Sie braunes Gedankengut verbreiten. Jetzt waren Sie auch Verfassungsschutzchef. Das heißt, Sie kennen die strategische Empathie. Versuchen Sie mal zu verstehen, was Leute dazu treiben kann, Sie zu einem Nazi zu machen. Sie müssen nun sehen, ich bin vorletztes Wochenende zum Vorsitzenden der Werteunion gewählt worden und 3 Wochen vorher begann eine Kampagne gegen mich. Der erste Schritt war, mich aus dem Beck-Verlag rauszudrängen, wo ich über Jahrzehnte Autor eines Grundgesetzkommentars zuletzt auch noch war. Dann diese Schmutzkampagne, Maaßen, antisemitistische Ausdrücke und dergleichen, bis eben 2 Tage nach meiner Wahl sagte dann das Bundespräsidium der Partei, der CDU, meiner CDU, Maaßen soll raus, Maaßen muss weg. Ja, dass das in einem Zusammenhang steht mit der Übernahme des Vorsitzes, sieht ein Blinder ja mit dem Krückstock. Das heißt, die Diffamierung meiner Person, mein Parteiausschlussverfahren, dient letztendlich dazu, mich aus dem politischen Raum ein Stück wegzuhalten, weil offensichtlich manche Leute mich für gefährlich halten. Ja, das kann ich nachvollziehen. Ich bin vielleicht gefährlich für diese Leute, weil ich eine ganz andere politische Auffassung vertrete, wie ich sagte, andere Werte vertrete als diese Leute, mich für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit einsetze. Was die Anwürfe angeht, muss ich sagen, ich bin Doktor beider Rechte, darf ich sagen. Ja, ich habe in Köln promoviert und da bekommt man quasi zwei Doktorhüte bei Jura, weltliches Recht und kirchliches Recht. Ja, also kirchliches Recht, kanonisches Recht. Und wenn man sich mal mit dem kanonischen Recht der frühen Zeit beschäftigt, dann, wir waren schon beim Thema Hexen und Ketzer, ja, das war eine sehr, sehr interessante Zeit, auch juristisch gesehen eine interessante Zeit. Den wenigsten konnte man so vorwerfen, wirklich Hexer zu sein oder Ketzer zu sein, sondern man hat es etwas klüger angefangen. Also sehr, sehr klug war
ein gewisser Konrad aus Marburg, das war, glaube ich, 13. Jahrhundert gewesen, der war einer der frühen Inquisitoren, der konnte den Leuten das nicht vorwerfen, sondern er hat ihnen dann vorgeworfen, Äußerungen aus dem Milieu der Ketzer zu verwenden. Ja? Äußerungen aus dem Milieu, also man hat mir jetzt vorgeworfen, man hat mir nicht vorgeworfen, ich bin Antisemit. Nein, also das tut man nicht. Man hat auch nicht gesagt, Maaßen äußert sich antisemitisch. Nein, aber Maaßen hat Äußerungen aus dem Milieu der Antisemiten und Verschwörungstheoretiker verwendet. Und das ist, muss ich sagen, schon scholastisches Hochrecht, was hier verwendet wird. Also das hat man im 13. Und zwar, wahrscheinlich verwenden sie ständig auch Codes und Ausdrücke aus dem Nationalsozialismus. Ja? Ist Ihnen vielleicht gar nicht so richtig präsent. Zum Beispiel, wenn Sie sagen, ich habe heute einen Termin in der Friedrichstraße 88. Ganz klar Nazi. Aber sowas von Nazi, weil 88 steht für HH, ja, Buchstabe 8 des Alphabetes, also Heil Hitler, kann nur Nazi sein. Wenn Sie sagen, mein Autokennzeichen endet mit mit Ziffernfolge 204, ganz klar, aber sowas von Nazi, das ist doch Führersgeburtstag, 20. April. Ne? Also, man hat damals gesagt, Leute verwenden Codes. Dann sagen die, wieso verwende ich einen Code? Also das ist ein ganz normaler Ausdruck. Aber nein, in der Hexer- und Ketzer-Szene wird es so verwendet. Und diese Technik wird heute auch angewandt. Man sagt einfach irgendetwas und plötzlich wird einem dann vorgehalten, aber dieser Ausdruck, der wird gerade von Nazis verwendet. Oder um ein anderes Beispiel zu bringen, das kenne ich noch aus meiner Zeit im Bereich Islamismusbekämpfung, da werden immer Codes bei den Islamisten verwendet. Zum Beispiel sagt, bei einer Telefonüberwachung wird man selten hören, dass ein Islamist sagt, morgen begehen wir einen Terroranschlag in Paris und die operativen Akteure sind schon da. Nein, man sagt, also morgen sind wir in Paris zur Hochzeit. Die Braut ist gestern angereist. Und da fragt der andere, ist das der Geschenk denn schon angekommen? Ja, das Geschenk ist wunderbar, ist sehr groß. Wie groß ist es denn? 8 Kilogramm schwer. Ne? Also für jeden, der am Telefon mithorcht vom Amt, ist ganz klar, Hochzeit bedeutet Terroranschlag. Ne? Die Braut ist da, das heißt, die Attentäter sind auch schon da. Und ne, ein riesiges Geschenk, 8 Kilo Bombe, also nichts wie los, GSG 9 rausschicken. Wenn Sie das Gleiche in der U-Bahn am Samstag hören, hier in Berlin, sitzt ein älteres Ehepaar gekleidet, sagt der Mann zur Frau, ich freue mich schon auf die Hochzeit, die gleich stattfindet. Fragt die Frau, ist die Braut da? Natürlich ist die Braut schon da und sie wird sich auch über das Hochzeitsgeschenk freuen. Da wird kein Mensch auf die Idee kommen, dass das hier Terroristen sind. Aber so läuft es derzeit. Leuten wird unterstellt, man würde hier einen Code verwenden, man würde eine Geheimsprache verwenden und dafür wird man an den Pranger gestellt. Das passiert gerade mit mir, aber es passiert aus meiner Sicht fortlaufend, wo Menschen dann vorgeworfen wird, auch im Sinne, das ist wie das Thema, was wir vorhin angesprochen haben, kulturelle Aneignung. Hier hast du einen Ausdruck verwendet, den du gar nicht hättest verwenden dürfen. Was soll ich denn gemacht haben? Ja, du hast ja einen Ausdruck verwendet aus einer fremden Kultur, das hättest du nicht machen dürfen. Und das ist etwas, muss ich sagen, das führt uns etwa 400, 500 Jahre zurück in eine Zeit, in der wir noch nicht Aufklärung, Rechtsstaatlichkeit hatten, wo wir noch inquisitorische Verfahren hatten, wo Leuten plötzlich etwas unterstellt wurde, was sie gar nicht wussten, dass es diese Bedeutung hat. Und da muss ich sagen, sind wir juristisch, kulturell und gesellschaftlich aber sowas von auf der schiefen Ebene, auf der schiefen Bahn, wo ich sage, also wenn das weiterläuft, dann haben wir hier wirklich den kulturellen Absturz. Den haben wir schon, den haben wir schon. Und vielleicht kann ich auf eine kleine Besonderheit hinweisen. Ich glaube, dass ein Problem darin liegt, völlig im Ernst, dass uns die Sündenböcke ausgegangen sind. Also völlig im Ernst. Sie können nicht sagen, die Juden sind an allem schuld. Das denken noch viele Leute, aber es wird nicht gesagt. Sie können auch eine andere beliebte Sündenbockgruppe nicht mal aktivieren, die Schwulen. Die Landesverräter, die Asphaltliteraten, sie erwähnten die Ketzer und die Hexen. Also das sind inzwischen sozusagen alles geschützte Minderheiten, die in ihrer Individualität geschützt werden müssen, die man auch integrieren muss, die man auch nicht kränken Aber darf. wir haben die doch, Herr Broder, die alten weißen Männer und die Ja, Verschwörungstheoretiker. sage ich ja, sage ich ja. Deswegen, Wir sie nehmen mich vorweg. Ja. Nein. Weil es die klassischen Sündenböcke nicht mehr gibt. Natürlich gibt es sie noch mental in der Vorstellungswelt der Leute, aber die sind nicht mehr vorzeigbar, müssen jetzt neue Sündenböcke her. Und die neuen Sündenböcke sind in der Tat, entschuldigen Sie,
dieser Allianz, das sind Leute wie Sie und ich und Gerd und unsere Freunde von der Achse und ein paar andere. Und das ist eine ganz kluge Strategie. Deswegen kommen die Leute auch nicht in den Geruch, in den Verdacht, selber Antisemiten zu sein. Ich weiß nicht, man hat ihnen vorgeworfen, sie hätten von Globalisten gesprochen. Ich weiß nicht, ob sie es getan haben oder nicht. Als Codewort, als Synonym für machtgeile Juden, die versuchen, die Weltherrschaft an sich zu reißen. Und das ist auch eine Frage der Bildung. Ich bin dem Begriff Globalist im Zusammenhang mit Vorwürfen gegen Juden nicht begegnet. Vielleicht habe ich was überlesen. Aber ich glaube, die Leute, die ihnen vorwarfen, dass sie von Globalisten reden, die haben sich ein bisschen vertan. Sie meinten wahrscheinlich Kosmopoliten. Weil Kosmopoliten war lange Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte das Schimpfwort für Juden, genauso wie Ostküster oder die Finanzoligarchen. Das Globalisten, ich meine, jeder verwendet den Ausdruck Globalisten. Ich meine, der Chef von AEG oder von Volkswagen ist natürlich auch ein Globalist, weil er seine Fabriken rund um die Welt überall pflanzt. Aber das fand ich entscheidend, dass es auch ein Mangel an Bildung ist, ein Mangel an Wissen und dass dann zur nächsten Keule gegriffen wird, auch wenn es die wenn sie historisch nicht begründbar ist. Wissen Sie, noch mal ein Wort zur kulturellen Aneignung. Ich esse gerne Kommissbrot. Ja, ich weiß, seit vielen, vielen Jahren. Und ich weiß nicht, ob ich vielleicht doch eine schreckliche kulturelle Aneignung betreibe, wenn ich als polnischer Jude mit einem starken Migrationshintergrund deutsches Kommissbrot gerne esse. Vielleicht qualifiziert mich das schon auf eine leitende Position in der NPD oder woanders auch immer. Die Situation ist völlig durchgeknallt und wir können sie mit rationalen Analysen nicht mehr erfassen. Es gibt wirklich eine Epidemie oder eine Pandemie, aber es ist die Pandemie des Wahnsinns. Und einer meiner Lieblingsdichter, Oskar Panizza, großer Dichter, hat auch im Knast gesessen, weil er sich im Vatikan lustig gemacht hat. Und Panizza hat in einem seiner Werke den Satz geschrieben: Der Wahnsinn, wenn er epidemisch wird, heißt Vernunft. Ein genialer Satz. Der Wahnsinn, wenn er epidemisch wird, heißt Vernunft. Und so betrachtet, ich habe das schon oft gesagt und geschrieben, so betrachtet leben wir in extrem vernünftigen Zeiten. Nur, dass die Vernunft ein Ausdruck des Wahnsinns ist. Und ich weiß daraus keinen Ausweg, nicht? Außer Chronist zu spielen und alles aufzuschreiben. Aber es ist schrecklich. Es ist schrecklich, wenn Sie sich den Wahnsinn der Klimabewegung angucken. Niemand ist gegen Umweltschutz. Natürlich gibt es einen Klimawandel. Es hat in der Geschichte des Klimas noch keinen Tag ohne Wandel gegeben. Aber wenn ich dann höre, welche Vorschläge die jungen Leute machen. Wissen Sie, ich habe 11-, 12-Jährige getroffen, die mir erzählt haben, sie machen keine Hausaufgaben mehr, die Welt geht sowieso unter. Ich meine, in dem Alter hatten wir ganz andere Vorstellungen vom Weltuntergang, nicht? Zum Beispiel eine Stunde mehr in der Schule, das war für uns der Weltuntergang und nicht das Klima. Hier hat sich der Wahnsinn breit gemacht. In einer rationalen Gesellschaft, in der alles ausgerechnet und berechnet und kalkuliert wird und abgewogen wird, herrscht der Wahnsinn. Und wir machen das ja bei der Achse. Wir sind die Chronisten des Wahnsinns. Nur wir kommen nicht mehr nach. Und was früher eine Satire gewesen wäre, von Rosek oder von guten Dichtern, auch von Huxley oder wie heißt der andere Dystopien-Dichter? Orwell, genau. Ja, das ist heute Nachmittagsliteratur für Kinder. Die Wirklichkeit ist schon darüber hinaus. Richtig. Und das verstehe ich nicht. Ich verstehe das einfach nicht. Ich gebe zu, ich Aber bin begrenzt. vielleicht, Herr Broder, sind wir in einer, ich sage mal, in einer falschen Selbstgewissheit aufgewachsen, dass wir sagten, also das, was unter Hitler passiert war, das war, ich sage mal, der Ausrutscher der Weltgeschichte gewesen. Eigentlich ist die Weltgeschichte vernünftig. Ja. So, aber wenn man sich zurückschaut, ich habe mir auch immer wieder die Frage gestellt, wie konnte sowas wie Hexenverfolgung, Ketzerverfolgung passieren? Oder ganz einfach, wenn ich mal nach Kevela gefahren bin. Kevela ist ein Wallfahrt, Ja, katholischer ja. Wallfahrtsort am Niederrhein. Kleine Mädchen haben damals eine Begegnung gehabt, ja. Kleine Mädchen auch in Altötting, kleine Mädchen auch da. Habe ich mich immer über die Frage gestellt, waren die Leute damals so verrückt gewesen? Ja. Nein, die Menschen damals waren nicht anders als wir.
heute sind. Das müssen wir einfach zur Kenntnis nehmen. Und die Tatsache, dass wir hier heutzutage mit Smartphone arbeiten, dass wir Fernseher haben, dass die Ja. Leute einen akademischen Grad haben, macht sie nicht anders im Vergleich zu denen von 1933, im Verhältnis zu denen von 1618 oder 1348. Die Menschen sind einfach so, ob Doktorgrad oder Smartphone oder Eselskarren, die Leute kann man leicht manipulieren und die kann man fanatisieren. Das, was wir hier heute haben, ist ein Übermaß an Fanatismus, auch, denke ich mir, in einem hohen Maße geprägt durch Angst. Mit Angst kann man Menschen zu etwas bringen. Und wir waren einfach nicht darauf aufgestellt. Wir waren in einer vielleicht Situation, wo wir gar nicht realisieren konnten, dass so etwas jemals wieder passieren kann. Weil Henrik gerade 1984 erwähnt hat von George Orwell, möchte ich mal aus 1984 vorlesen. Jede Aufzeichnung wurde vernichtet oder verfälscht, jedes Buch überholt, jedes Bild übermalt, jedes Denkmal, jede Straße und jedes Gebäude umbenannt, jedes Datum geändert. Und dieses Verfahren geht von Tag zu Tag und von Minute zu Minute weiter. Naja, dieses Prozedere, dieses Verfahren sehen wir ja nun bei allen fanatischen, religiös oder revolutionären Kräften. Das, was vorher war, das wird alles, also die Jahrtausende, die vorher die Kulturleistungen hervorgebracht haben, das wird alles auf den Müll geworfen. Mit der Revolution und der neuen Religion beginnt erst kulturelle Leistung. Das war ja offenkundig bei den Taliban gewesen in Afghanistan, wo sie jahrhundertealte Kulturdenkmäler vernichtet hatten, wo wir damals noch gesagt haben, halt, das ist doch irre. Ja, aber wir sind nicht in der Lage zu simplen Transferleistungen, dass wir erkennen, dass das, was damals in Afghanistan stattgefunden hat, das, was George Orwell schreibt, dass das heute bei uns Tag für Tag stattfindet, weil es eben diese grünen Khmer gibt, diese grünen Taliban gibt, die der Auffassung sind, erst mit dieser neuen Klimareligion ist ein neuer kultureller Anfang der Menschheit da und alles, was vorher stattgefunden hat, alles, was vorher in Deutschland kulturelle Leistungen stattgefunden hat, ist im Grunde genommen vorhistorisch und kann vernichtet werden. Ja, ich fürchte, es ist so. Ich glaube auch, dass wir eine Kulturrevolution erleben, an deren Ende, wenn sie nicht gestoppt wird, viele Trümmer stehen werden. Und zwar faktische Trümmer, aber auch psychische Trümmer, zerstörte Existenzen, zerstörtes Denken. Irgendwas läuft schief. Trotzdem möchte ich sagen, dass natürlich vieles auch besser geworden ist. Ich bin nicht ein Anhänger der Theorie, früher war alles besser. Und wenn mir jemand sagt, früher war alles besser, dann kann ich ihm nur empfehlen, zum Zahnarzt zu gehen und sich nach den Methoden der 60er Jahre behandeln zu lassen. Ja. Zu merken, dass früher doch nicht alles besser war. Es hat wesentliche Fortschritte gegeben, auch in den sozialen Strukturen. Die Armut ist erfolgreich bekämpft worden, allen anderen Propagandameldungen zum Trotz. Wir haben keine Kinderarbeit, dafür haben wir Kindesmissbrauch. Es ist nicht alles schlechter geworden, aber es hat sich einfach alles verschoben. Und ich bin ja ein großer Anhänger der individuellen Freiheit, wirklich. Und die Freiheit hört da auf, wo andere geschädigt werden. Trotzdem finde ich fast alles, was gerade passiert, einerseits komisch, andererseits beklemmend. Ich bin ja ein alter Wilhelm Reich-Fan und natürlich gehöre ich zu der Generation, die geglaubt hat, mit der sexuellen Libertinage wird auch die Repression sich zurückentwickeln. Wir wissen es heute besser, aber trotzdem. Wenn ich erlebe, dass ein Mann sich nur eine Perücke anziehen muss, damit er als Frau gelten kann, dass wir grundsätzliche Regeln der Biologie und der Menschenkunde missachten, um dafür eine neue Ideologie einzusetzen, dann kriege ich doch einen Schrecken. Es gibt einen Satz, den mich immer wieder so, dann laufen mir die Schauer den Rücken runter, wenn ich diesen Satz lese. Bei der Geburt wurde mir ein Geschlecht zugewiesen oder zugeschrieben. Sie hören den Satz immer wieder. Ich kann ihn jeden Tag dreimal lesen. Das heißt, ein Kind kommt zur Welt und dann verständigen sich die Ärzte so mit Kopfnicken und sagen, wir hatten heute schon vier Jungs, jetzt ist es ein Mädchen. Völlig egal, wie dieses Kind ausgestattet ist. Allein dieser Satz, jemand wird ein Geschlecht zugeschrieben. Und dann die Aussichten, die wir haben, dass man demnächst, wenn das Selbstbestimmungsgesetz durchgeht, einmal im Jahr sein Geschlecht wechseln kann. Also ich freue mich schon auf das Selbstbestimmungsgesetz, weil ich werde dann zum Einwohnermeldeamt gehen und sagen, und aus der Falle kommen die nicht heraus, wenn ich das Recht habe, mein Geschlecht zu bestimmen,
Wenn das Geschlecht ein soziales Konstrukt ist, dann ist das Alter umso mehr ein soziales Konstrukt. Und dann möchte ich, dass meine Geburtsurkunde neu geschrieben wird, dass die Daten im Personalausweis neu eingetragen werden. Ich bin nicht 75, ich bin 57. Ja, das wird sehr lustig. Aber es zeigt doch nur eins: Es gibt wirklich nichts mehr, worauf man sich stützen, worauf man sich verlassen kann. Dass vieles in Zweifel gezogen wird, das finde ich ja vollkommen richtig. Aber wenn es um die Biologie geht, wenn es um Naturgesetze geht, finde ich das wahnsinnig anmaßend, nicht? 2 mal 2 ist und bleibt 4. Völlig unabhängig vom Migrationshintergrund, von kulturellen Bezügen, von Aneignung oder Nicht-Aneignung. Und ich warte darauf, so wie wir vor kurzem die Einführung der feministischen Außenpolitik erlebt haben, ich warte darauf, dass eine feministische Mathematik eingeführt wird, weil auch Sachen auf den Kopf gestellt werden. Ich finde Ja, es so wirklich. weit sind wir ja bald. Also 2 plus 2 sind 3,75. Ja, oder 4,30, So. nicht? Ja. Ja, ich fürchte auch, man kann sich auf nichts mehr verlassen. Und es ist ein Auflösungsprozess. Also, als ich 20 war, hätte ich das ganz prima gefunden. Da fand ich, alles muss aufgelöst werden. Inzwischen mache ich mir Sorgen, weil dieser Auflösungsprozess betrifft auch bürgerliche Rechte und bürgerliche Freiheiten. Und das geht ganz weit. Das geht hin bis zu diesen wahnsinnigen utopischen und dystopischen Plänen unserer stellvertretenden Bürgermeisterin in Berlin, die erklärt hat, ab 2030 dürfen in Berlin keine Verbrennerautos mehr fahren. Ich will mich jetzt damit nicht beschäftigen, was das für Konsequenzen hat, aber es wird dazu führen, dass die meisten Leute sich gar kein Auto mehr leisten können, weil sie sich nur ein Elektroauto werden kaufen dürfen. So bringt man die Leute um die Mobilität, so bringt man die Leute um die Möglichkeit, aus ihrem Haus rauszugehen, sich die Welt anzugucken. Wir erleben eine Form der Massenmanipulation, die es in der Tat in dieser Form noch nicht gegeben hat. Es ist ein Totalitarismus im Anmarsch mit demokratischem Antlitz. Eine sehr gefährliche Massenmanipulation findet dann statt, wenn Prinzipien für andere nicht so gelten wie für einen selbst. Ich möchte mal ein Zitat bringen von WDR Satire. Das ist eine Seite auf Facebook. Da hat der WDR folgende Satire rausgehauen, vor ein paar Tagen erst. Zitat: Eine Frau aus Bochum hat in einer Wohnung zusammen mit 800 Ratten gewohnt. Schöne Abwechslung. Normalerweise vermietet ja eine Ratte 800 Wohnungen. Dazu hat der WDR ein paar Emojis gepostet. Die ersten drei Emojis sind eine Ratte, ein Geldbeutel und ein Hochhaus. Und da frage ich mich, wenn man jetzt den WDR so kritisch betrachten würde wie Hans-Georg Maaßen, müsste man da nicht erst mal fragen, wann war es eigentlich das letzte Mal so, dass ich als Bürger gezwungen wurde, Geld dafür zu geben, dass Mitmenschen als Ratten bezeichnet werden? Und vor allem, wenn wir so weit sind, müssen wir da nicht eigentlich sagen, dass der WDR der neue Stürmer ist? Ja, da ist was dran. Da ist was dran. Ich kann übrigens allen nur empfehlen, sich das Funkprogramm der ARD und des ZDF anzugucken, was da präsentiert wird. Das sind wirklich autoritäre Lebensmodelle. Da wird den Leuten irgendetwas nahegebracht, was sie ruhig ausprobieren können. Es ist gespenstisch, ich gehe nicht in Details. Aber Gerd, du darfst das nicht so radikal sehen. Du musst doch eins berücksichtigen. Ich kannte die Karikaturen nicht, aber ich finde die wirklich horrend, erschreckend. Aber eins hat sich doch verändert und das musst du als ein gutes Zeichen nehmen. Die Ratte wurde nicht mit einer langen Nase mehr gezeichnet. Also man hat jede Verbindung zum Judentum und zum jüdischen Finanzhai unterlassen. Das hat sich wenigstens geändert. Und nimm das als was Positives hin. Sieh das Positive. Ja, ich verstehe nur nicht, dies sind ganz klare Bilder, die bewusst benutzt Ja. wurden. Und bei Hans-Georg Maaßen, bei Ihnen, muss man dann erstmal eine bewusst negative Interpretation erstmal machen, um sie dann verantwortlich zu machen für die eigene negative Interpretation. Ich verstehe die Welt nicht mehr. Ja, wie ich vorhin sagte, das ist eine Technik, um Leute zu diffamieren in meinem Fall. Und ich glaube, sehr, sehr viele Leute verstehen das. Sehr, sehr viele Leute sind in der Lage, diese einfache intellektuelle Transferleistung jetzt bei der Ratte zu bringen. Dass sie sagen, ach, sowas hatten wir schon mal, das ist zwar keine Ratte mit langer Nase, aber der Geldsack liegt neben der Ratte. Dann, ne, also die können die intellektuelle Transferleistung bringen. Aber diese Menschen sind, glaube ich, mittlerweile schon so verzweifelt, weil ja in allen Lebensbereichen findet ja diese Manipulation statt. In allen Lebensbereichen werden diese roten Linien
aufgehoben. Und WDR, NDR, die dürfen eigentlich machen, was sie wollen. Die setzen sich über Recht und Gesetz hinweg, sodass man eigentlich sagen muss, das ist hier ein, ich sage mal, ein intellektuelles Flächenbombardement, was die hier machen. Da reicht es nicht aus, einfach mal eine Strafanzeige zu machen wegen Bombe auf dem Haus, sondern man muss sich derzeit einfach in Sicherheit bringen. Es ist eine Methode, die in Deutschland schon mindestens zweimal flächendeckend angewandt wurde, zuletzt in der DDR. Und der Begriff dafür damals war Zersetzung. Ja. Zersetzung. Sie müssen nur über eine Person, die missliebig ist, oft genug Lügen verbreiten, bis diese Lügen so nicht als Wahrheit, aber doch als weitgehend faktisch anerkannt werden. Und in Ihrem Fall erleben wir das gerade. Gegen die AKS hat es eine Boykottaktion gegeben von irgendwelchen Leuten, die sich in irgendwelchen anonymen Kiffergruften versteckten, nicht mal offen auftraten. Wir waren die Rechten, wir waren auch teilweise schon Nazis, wir waren reaktionär. Und mir wurde vorgeworfen, ich sollte wirklich doch bitte, bitte aus dem Holocaust die richtigen Lehren ziehen. Natürlich habe ich offenbar daraus die falschen Lehren gezogen. Also dieses System der Zersetzung ist wieder in Kraft. Und es gibt Leute, die es gebrochen hat. Ich habe da, entschuldigen Sie, ich sehe da ein gewisses Unterhaltungsmoment darin. Nicht? Es muss ja irgendwo einen Sinn geben, dass meine Eltern den Holocaust überlebt haben. Und ich denke, der Sinn liegt darin, dass ich möglichst viele Leute, die dumm geblieben sind, beleidige. Und das klappt ja weitgehend. Aber ich weiß genau, es bringt uns nicht viel weiter. Es ist so ein Graben, so ein Stellungskrieg. Und wenn ich mir alte Texte angucke, die ich vor 30 Jahren geschrieben habe, vor 40 Jahren, es war nicht viel anders. Es war nicht viel anders. Nicht? Damals ging es um den, wie nennt man das, inhärenten Rassismus. Und heute ist es der systemimmanente Rassismus. Und dieses Land beschäftigt sich mit Problemen, die keine sind, um keine Zeit und keine Nerven zu haben, das Versagen in der Aktualität zu registrieren. Und es versagt gerade, was mir wirklich wehtut, auf allen Gebieten, in der Kulturpolitik, in der Schulpolitik, in der Energiepolitik, in der Verkehrspolitik, in allem. Gut, man kann das versuchen, organisch zu erklären. Ich denke, ein Staat, in der Frau Claudia Roth es bis in die Regierung geschafft hat, ein solcher Staat hat damit schon eine Bankrotterklärung abgegeben. Was wir heute haben, das sind Leute ohne Erziehung, ohne Bildung und die nur noch eine 20-Watt-Birne im Kopf haben. Auf der anderen Seite hochfanatisiert, hochfanatisiert. Und dann muss man sehen, wo wir stehen. Ja, das Bürgertum oder ich sage mal die Normalgesellschaft. Ne? Das sind Leute, die weitestgehend, und dann denke ich an alle so über 40, die haben eine Bildung, die haben zumindest ein Mindestmaß an Erziehung, die haben Lebenserfahrung, die können arbeiten. So, das Einzige, was denen fehlt, ist, dass die mal den Hintern hochbekommen. Ja, und die glauben immer noch, es gibt jemanden, der kümmert sich schon drum. Nein, es gibt keinen, der sich drum kümmert, wenn wir es nicht selber machen. Wir müssen die Leute mobilisieren. Wir müssen ihnen einfach klar machen, das ist jetzt das Endspiel. Und wenn ihr jetzt hier nicht endlich euch von der Bank bewegt und mitmacht, dann geht das Endspiel verloren. Ja, Sie haben, fürchte ich, leider recht. Ich glaube nicht, dass die Leute, die heute den Ton angeben, langfristig gewinnen werden, wenn erstmal die ersten Elektroautos reihenweise stehen bleiben, weil irgendwann ein Kraftwerk ausgefallen ist, wird vielleicht die Vernunft ersatzweise zurückkehren. Es gab oder gibt noch, ich glaube, er lebt noch, Johan Cruyff war ein berühmter holländischer Fußballspieler und Trainer. Und außerdem war er ein extrem kluger Mensch. Also alles, was Sie aufgezählt haben, er hatte Erziehung, er hatte Bildung, er hatte Witz. Er war auch ein Holländer. Na, ich mag Holländer. Ja, genau. Und vor einem Spiel, das seine Jungs nicht richtig ernst nahmen, hatte sie zur Brust genommen und gesagt, hört zu, Jungs, ihr müsst eins wissen. Die können gegen uns nicht gewinnen, aber wir können gegen die verlieren. Und ich finde das eine geniale Analyse, die auch auf unsere Situation zutrifft. Die können nicht gewinnen, aber wir können verlieren. Vielen Dank, Henrik Broder und Hans-Georg Maaßen, für das wunderbare Gespräch. Vielen Dank, Gerd. Sehr gerne.
Das musste ich unbedingt als letzten Satz stehen lassen, Henrik. Da hast du mir einen Ausgang beschert, den musste ich so stehen lassen. Vielen Ja, ich Dank. hoffe, es werden sich genug Leute darüber aufregen. Es gibt immer genug Leute, die sich aufregen wollen und die finden auch Ja, auch wirklich immer gut, was. ja. Ja, aber trotzdem, es gibt genug normale Leute, wirklich. Es gibt noch, Gibt es. ich weiß nicht, wie viele es sind, ich wage auch keine Prozentrechnung, aber wenn ich so die Reaktionen mir anschaue, die ich erlebe, ist vielleicht noch nicht alles verloren. Es geht immer weiter.